Was für ein gewohntes Bild in dieser Zeit, der Mund-Nasenschutz. Oder auch etwas flapsig gesagt, ein Maulkorb. In den eigenen vier Wänden brauche ich diesen Schutz zum Glück nicht tragen. Und nein, der Maulkorb soll natürlich keine Anspielung auf die jüngste Instruktion aus Rom sein. Nichts liegt mir ferner. Klug, Theologen versichern uns Laien ja schließlich immer wieder, dass wir die Instruktion, in der noch einmal sehr deutlich der ganz besondere Stellenwert der Weihe hervorgehoben wird, einfach nur zwischen den Zeilen lesen müssen. Und dann ist da bestimmt auch ganz, ganz, ganz viel Spielraum und Positives zu entdecken. Tja, aber was soll ich sagen? So recht mag ich nicht mehr immer nur zwischen den Zeilen lesen müssen. Ja, und so geht es mit dieser Instruktion im Gepäck am kommenden Freitag mit dem synodalen Weg also weiter. Ich möchte mit meinem Maulkorb-Hinweis nicht falsch verstanden werden. Ich bin immer noch sehr hoffnungsvoll und wirklich auch vom synodalen Weg überzeugt, dass wir mit unseren Themenforen etwas in der Kirche bewegen und hoffentlich auch endlich in Bewegung kommen. Und das kommende Treffen, natürlich unter dem Einfluss von Corona, findet nun als Zwischentreffen an 5 verschiedenen Orten statt. Ein Teil der Osnabrücker wird dafür nach Dortmund fahren. 2 Themenfelder haben schon erste Papiere zur Diskussion und Beratung bereitet. Und wenn ich aus der Corona-Krise etwas gelernt habe, dann dies, dass es weitergeht. Anders, ungewohnt, ungemütlich, teilweise auch schmerzlich. Aber auch mit neuen Ideen und Aufbrüchen. Und dafür brauchen wir eine gehörige Portion Heiligen Geist.